Hallo und herzlich willkommen zurück zu Telu 2. Im letzten Part im TV-Sender Channel 13 angekommen, haben wir dieses skurrile Bild vorgefunden, was eher wie eine Warnung im Raum steht. Überall Symbole mit Blut gezeichnet. Tommy war es auf jeden Fall nicht. Na, was hast du gefunden, Dina? Noch eine Leiche da oben. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt hier jemand lebend angetroffen haben. Shit. Das gefällt mir nicht. Wir sind ungeschützt. Wir müssen alles durchsuchen. Ich will Lia finden. Nur sei vorsichtig. Wir sind doch immer vorsichtig. Sei du hier bloß auch vorsichtig. Es geht ganz schön tief runter. Ja, wenn es keinen Weg durch gibt, gibt es einen Weg drumrum. Deswegen sind wir da nicht reingekommen. Hier wurde verbarrikadiert. Hat den Leuten aber auch nicht geholfen. Eine Sammelkarte. Ah, die haben sich hier ein Lager aufgebaut, was eigentlich auch gar nicht so verkehrt ist. Munition voll. Voll ist eigentlich immer gut, aber ich würde es trotzdem gerne mitnehmen. Kommst du, Dina? Ich möchte eigentlich ungerne ohne Rückendeckung hier laufen. Wer weiß, ob wir nicht beobachtet werden. Hast du das? Ja, was ist das? Schauen wir uns später an. Erstmal checken wir hier noch, ob es Ressourcen gibt. Das war eine Notiz, aber ich würde wirklich liebend gerne in diesen Rucksäcken nachschauen. Jetzt spekuliere ich mal. Die haben Scars gefunden, wahrscheinlich mitgenommen. Stimmt ja, die WLF haben ja mal von Scars geredet. Wahrscheinlich sind das, die nehme ich gerne mit, verfeindete Fraktionen. Oh, dann haben die Scars mitgenommen und wollten wahrscheinlich die zum Ausplaudern zwingen. Wir wissen ja, wie effektiv die WLF damit umgeht. Ja, und dementsprechend sind die Scars, die nicht geschnappt wurden, wahrscheinlich denen gefolgt und dann haben die hier überrannt. So könnte ich mir das schon fast vorstellen. Na gut, schauen wir, was hier so Geräusche macht. Das ist sie. Lia. Sicher? Ja. Das Universum war wirklich gegen sie, hm? Sie hat nichts dabei. Sechs, hier ist zwei, bitte melden. Sechs, bestätigen. Over. Dina. Hm? Das sind sie alle. Nein, warte. Das ist bei Jackson. Schau mal, wie beschissen sie lächeln.
ist sie. Die hat ihn umgebracht. Drei erledigt, ja? Drei erledigt. Sechs, hier ist zwei, bitte melden. Begleitet Einheit India zum TV-Sender. Wiederhole, begleitet Scheiße. Einheit India. Ja, Over. Wir sollten hier weg. Schleunigst, bevor die hier auftauchen. Tja. Sie ist tot. Wie geht's dir? Ich ärgere mich, weil wir nicht mit dir reden konnten. Ja. Aber sie hat Joel nichts getan. Es wäre falsch gewesen, sie zum Reden zu zwingen. Sie ist hunderte Meilen gereist, um ihn zu foltern. Ist mir egal, ob sie die Keule gehalten hat. Verstehe. Willst du dich irgendwo verkriechen? Leas Zeug durchgehen? Oh ja. Gehen wir weiter in die Stadt. Wir könnten ein sicheres Gebäude suchen. Das ist ein Plan. Augen auf, Leute! Shit. Runter. Gott. Alle tot. Das war ein verdammtes Gas. Ausschwärmen. Es könnten noch Scars im Gebäude sein. Achtet aufeinander. Wie kommen wir hier raus? Einer muss zum Funkgerät und das melden. Sofort. Mir nach. Am besten da, wo die reingekommen sind. Wir sichern zuerst das Gebäude. Lasse sie nicht da hängen. Was bringt es, sie jetzt da runter zu holen? Los! Dahin kommen sie schon hoch. Ja, geht mal schön zum Funkgerät. Ich bin gar nicht hier. Da kommt schon der Nächste. Es sind sogar schon drei. Will der denn jetzt hin? Okay. Den muss ich leider abfangen. So leid es mir nicht tut. Hey. Wir wollen ja keine Freunde mit dem Gerät werden, ne? Den können wir auch gleich holen. Kleine Freunde hier. Seh nach, was los ist. Schnell weg hier. Ja, vielleicht ein gutes Ablenkungsmanöver. Hier ist gar nichts. Hat er da im Todeskampf die Scheibe kaputtgeschlagen. Okay, eigentlich jetzt nur noch die Treppe runter. Aber ich glaube, direkt hier unter müsste da sein, wo die reingekommen sind. Schön vorsichtig. Ein kleines Ablenkungsmanöver starten. Da ist etwas. Ich guck mal. Ja, dann guck mal. Oh, shit. Das kann ich nicht riskieren. Ich muss den langen Gang laufen. Siehst du was? Alles okay. Alan? Ich bin dran. Ich geb dir Deckung. Komm mal nicht hier hoch jetzt.
Shit, Alter. Dina. Was sollst du denn jetzt hier? Oh oh. Ich hab nichts mehr zum Werfen. Ah, sie haben ihre toten Freunde gefunden. Deswegen sind die jetzt wahrscheinlich so ein bisschen aufgeschreckt. Das sind auch welche. Shit. Habt ihr irgendwas? Hat jemand gute Nachrichten? Dieses Gebiet ist gesichert. Das ist gut. Wenn es gesichert ist, dann müsst ihr das nicht weiter untersuchen. Hast du was? Hier drüben ist nichts. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Zwei Stück. Wie ist die Lage? Hier ist alles sicher. Da hinten ist der Ausgang. Wieder oder was? Dürfte mich eigentlich nicht sehen. Doch nicht wahr, ey. Da sind sie, wir haben sie! Von hinten! Lauf, Dina, lauf, Dina, lauf! Oh, Dina, Beilung! Eindringlinge, da drüben! Keine Ahnung, schießt einfach! Nicht stehen bleiben! Wir müssen die Arme verlegen! Davor! Oh, shit! Sehr schön. Das reicht fürs Erste. Weiter. Wir müssen da rein. Sporen voraus. Masken. Okay. Vielleicht sind wir die dadurch los. Wer würde freiwillig in ein Sporengebiet gehen? Ich? Auf gar keinen Fall. Na toll. Ich weiß nicht, was ich lieber mag. Wir müssen weiter. Unsere pilzigen Freunde oder die WLF? Da haben die... Ich habe nur die zwei gesehen. Und dann plötzlich sind da einfach mal vier Stück. Ich hoffe, da geht's durch. Ich dachte, sie hätten uns. Ich weiß. Musste wohl so sein, wa? Da haben wir sie auch schon. Naja, lieber die als die WLF, ganz ehrlich. Nee. Die kommen hier runter? Sind das Gas oder Eindringlinge? Was? Kein Blut gesagt. Gut aufpassen. Was soll das mit dir? Oh, shit.
Gas die ganze Einheit gedüngt. Wir sollten sie einfach den Infizierten überlassen. Sie haben einen getötet. Dafür werden sie bezahlen. Dorten haben sie wohl auch erwischt. Was kommt ihr denn auch hier runter? Aber vielleicht könnte ich die Freunde, die Pilzfreunde, mit den WLF-Freunden verkuppeln. Ich habe bloß nichts zum Werfen, außer meine... Was nehmen wir denn da? Wir können eine Springfalle nehmen. Dann reißen wir schon ein paar mit in den Tod. Oder vielleicht auch eine Betäubungsfalle. Viel Spaß. Die Jagd beginnt. Herstellen. Ach, können wir das gleich wieder den Verlust rückgängig machen. Pillen habe ich nicht genug. Hierfür hätte ich genug, aber nein. Nein, nein, erstmal unseren Stealth-Baum fertig ausleveln. So, jetzt ist es ruhig. Einzeln haben wir hier noch ein paar. Mich eigentlich noch liebend gern umgucken, ne? Das ist sogar möglich. Gleich hier drin! Nein, 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 nein. Das war knapp. Oh ja. Die halten die aber ganz schön lange in Schach. Ich meine, ich hätte mich irgendwo hingestellt und einen Klicker nachdem man dann ausgeschaltet. Du Widerling! Schade, dass Dina keinen Schalldämpfer hat, ne? Das war jetzt knapp. Musste sein. Na gut, Dina hat ihn hier ausgeschaltet. Die WLF schlagen sich ganz gut. Ich würde dir eine 3 geben. Ich wäre schneller mit denen fertig geworden. Jetzt einfach verschwinden. Ich möchte ja schon gerne. Ich möchte die eigentlich schon gerne noch looten, aber. Dann verzichte ich einfach mal drauf. Wenn hier ein Bloater wäre, wäre das wahrscheinlich noch interessanter geworden. Okay. Sehen wir jetzt zu, dass wir hier verschwinden, Dina. Den Waggon. Okay.
Dina? Zusammen. Und zugleich. Verhält dich! Okay. Ja. Danke. Baby. Ich bin so müde. Lass uns hier verschwinden. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass du müde bist. Oh, sehr gut. Jetzt können wir Bewegungsgeschwindigkeit in Bauchlage. Dann nochmal 40 für verbesserte Schalldämpfer. Schnellere lautlose Kills ist auch ganz praktisch. Ich bin auf den nächsten Baum gespannt. Ach, der Weg ist versperrt. Jules. Vielleicht hier durch. Ja. Hast du gehört, wie sie uns genannt haben? Scars. Ich frag mich, wer all die Wandbilder gemalt hat. Und die Wolves ausgeweidet hat. Alle in dieser Stadt sind totale Psychos. Sag bloß. Hier unten ist eine Öffnung. Diese Explosion, diese dumpfe Explosion, die hat sich nach geworfenen Blutersporen angehört. Vom Regen in die Traufe. Haben Säuresporen. Aber das klang nicht wie ein Bloater. Was immer die bekämpfen, wir sollten die sich gegenseitig töten lassen. Oh ja. Besser ist. Spart Munition und hält uns Ärger vom Hals. Säuresporen, okay. Ellie sagt, das ist kein Bloater. Lernen wir jemand Neues Toter aus der Krieger. Pilzfamilie kennen? Die mag ich am liebsten. Ja, ich weiß aber nicht, ob die so tot sind. Eine Werkbank. Lohnt sich das denn überhaupt? Schauen wir mal. 41 Teile. Wir könnten hier die Feuerrate erhöhen. Hier genau das gleiche. Hier können wir die Feuerrate erhöhen. Dann nehmen wir die Pistole. Das habe ich alles, ne? Kapazität. Stabilität. Nee, komm. Da will ich doch ein bisschen Stabilität drin haben. Feuerrate hin oder her. In beiden Waffen dann doch erstmal die Stabilität. Ja, ist wirklich so. Nachladegeschwindigkeit, das nächste beim Revolver, bevor wir die Feuerrate anfassen. Okay, das heißt, wir sparen. Sehr schön.
Die gehen wir vor. Da drüben ist noch eine Leiter. Okay. Wie kommen wir dahin? Mit dem Kabel vielleicht. Wollen wir das dahin werfen? Kann ich das vielleicht... Warte mal, wenn wir das so rüberschmeißen? Ah, das langt nicht. Irgendwas muss doch mit dem Kabel. Irgendwas hat es mit dem Kabel auf sich. Können wir das abmachen? Nee. Ah, ja, natürlich. Das sollte gehen. Wir schwingen. Für die Hinweise, aber erstmal ein bisschen Schwung. Hat funktioniert, Dina. Die Leiter ist kaputt. Verdammt. Schwing du erstmal. Sehr gut. High Five. Denn nicht. Erste Hilfekasten ist voll. Dina, hier lang. Na, hoffentlich kriegt hier nicht noch jemand anders hin. Sam, Vorsicht! Ich hab dich! Ach du Scheiße! So wen hab ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Hm. Nannten sie den Scambler? Oh, ich weiß nicht, ob ich da runter will. Okay, hier geht's lang. Ah, na toll. Ist die Frage, ob die sehen können. Okay, damit ist die Frage beantwortet. Ich glaube nicht, dass man die finishen kann. Boah, das sind so viele. Okay, das ist wieder was Normales. Noch einer.
Was mache ich denn jetzt am besten? Eigentlich, ich möchte die schmeißen und nicht platzieren. Scheiße, guck mal, da kann man sich... Okay, Infizierte werden das Licht deiner Taschenlampe nicht sehen. Boah, das sieht so ein bisschen aus wie Monroe aus Resident Evil Village. Oder wer hat mich gesehen? Die will sie schmeißen. Die kann sie nur platzieren. Oh, dann muss ich das Risiko eingehen. Aber guck mal, hier kann ich ja... Alles mit der Zeit. Ich habe noch Molotow-Cocktails. Ich kann da nicht mehr hoch. Sonst würde ich das hier einfach vermieden. Sobald das knallt, rennen die hier durch. Zum Ablenken. Warte mal. Das kann ich ja reproduzieren hier. Muss ich loswerden. Bevor ich hier den großen Kampf beginne. Ich weiß ja auch nicht, was die aushalten. Das ist die andere Frage. So, da ist jetzt noch einer. Lass ich es einfach bleiben. Und kämpfe gar nicht mit den Scramblern. Aber dann weiß ich nicht, was die aushalten. Und früher oder später werden wir wahrscheinlich mit denen zu tun bekommen. Natürlich wäre in dem Fall der Revolver etwas kräftiger.
auf Distanz, aber ich würde wahrscheinlich dann eher zur Shotgun greifen. Die Frage ist, wie komme ich hier gar nicht raus? Noch hier. Oder nicht? Das ist ein Tor. Ich ahne Böses. War hier noch was? Flasche. Wenn wir das Tor aufmachen, dann kommen die. Was sagst du denn zu Feuer? Da ist er. Moment, ich habe eine Idee. Falls die hier lang rennen, dann werden sie ja gleich erstmal blockiert. Ich muss es ausprobieren. Nützt nichts, ist so. Oder ich? Okay, Dina, pass auf. Wir warten jetzt nochmal, dass der noch eine Runde läuft. Und dann ziehen wir das Tor hoch. Aber leise. Dann müssen wir ein anderes Mal mit den Scamblern da zu tun bekommen. Heute nicht. Tut mir leid. Aber der klügere Fuchs gibt einfach nach und verschwindet, als wäre er nicht da gewesen. Gell, Dina? Sie nickt. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Ich hoffe ganz besonders, dass du das gesehen hast. So. Let's go. Oh, shit. Oh, scheiße, diese Arschlöcher. Hast du was abgekriegt? Nein, alles okay. Shambler? So haben sie sie genannt? Ja. Woher kommen jetzt wieder Shambler? Ich weiß auch nicht, aber sie sind ekelhaft. Und wie kommt der Name zustande? Wir kommen nicht mehr zurück. Scheiße. Scheiße. Wir packen das. Ich hätte mich mal umgucken können, ey. Heute nicht. Der kluge Fuchs gibt nach. Ja, super. Eins. Zwei. Oder? Das ist doch ein, ne? Ja. Also zwei Runner und zwei Shambler. Mhm. Schön. Ich dachte, das gelbe Geländer zeigt vielleicht ein Geheimnis. Nein, es geht da weiter. Pff. Ich kann das nicht sehen. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Vielleicht kommen wir doch nochmal da hinten irgendwo. Ah, shit. Was mache ich denn jetzt? Ich
weiß es tatsächlich nicht. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das ist ein guter Moment, den Part zu beenden. Gut, an der Stelle. Es tut mir leid, aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann gibt's heute doch keinen Shambler. Aber vielleicht, gar nicht vielleicht, sondern eventuell, ganz vielleicht, fast eventuell, ja, im nächsten Part. Danke für Spotlight, Dina. Bis zum nächsten Mal. Ciao.